juristischer Gedankensalat.de präsentiert. Der Fall Uwe Barschel sollte jedem Jurastudenten einmal begegnet sein. Er ist ein Fundus für Freunde des Strafrechts und der StPO. Und er ist ein Beispiel für Ermittlungsarbeit, die an den Grenzen des Rechtsstaates kratzt. An einem Sonntagmittag im Oktober 87 findet ein Sternreporter in einem Genfer Hotel eine Leiche. Damit beginnt einer der verworrensten Fälle der Nachkriegszeit. Es ist der 11. Oktober 87, der Tote ist Uwe Barschel. Das Buch »Ein Mord, der keiner sein dürfte, der Fall Uwe Barschel und die Grenzen des Rechtsstaates«, geschrieben von Heinrich Wille, ist spannender als jeder Krimi. Geschrieben wurde es bereits 2007, veröffentlicht werden konnte es aber erst im Jahre 2011. Eine frühere Veröffentlichung scheiterte an der Untersagung der Publikation seitens der Schleswiger Generalstaatsanwaltschaft. 382 Seiten umfasst das Werk. Am Ende findet sich zwar nicht der ersehnte Täter, aber viele erstaunliche Erkenntnisse. Nicht umsonst lautet der Untertitel »Die Grenzen des Rechtsstaates«. Es geht um den Tod Uwe Barschels, es geht aber auch um fragwürdige Ermittlungsarbeit und einen Juristen, der einfach nur seinen Job machen möchte, Heinrich Wille. Zunächst eröffnet Stefan Aust in seinem Vorwort das nachfolgende Leseerlebnis. Er versteht es auf wenigen Seiten, den komplexen Fall zu umschreiben und die Neugier zu wecken. In 19 Kapiteln erklärt Heinrich Wille den Fall Barschel chronologisch. Wille zeichnet ein Bild von seinem Studienkollegen Uwe Barschel. Der Jurist Barschel, der einen kometenhaften Aufstieg in der Politik hinlegte. Der geheimnisvolle Barschel, der in die DDR reiste, in Waffengeschäfte verwickelt war. Gleichzeitig verfolgt der Leser den beruflichen Werdegang Heinrich Willes. Er entschied sich für den schleswig-holsteinischen Justizdienst aus justizpolitischen Gründen. Jeder, der plant, in den Staatsdienst zu gehen, findet hier einige Antworten auf den Praxisalltag. Wille nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie Weisungen des Vorgesetzten dezent formuliert werden, wie durch gezielte Presseerklärungen der Staatsanwalt kaltgestellt wird. Aber auch, wie der Alltag im Dezernat aussieht und was politischer Druck innerhalb eines Ermittlungsverfahrens bedeutet. Neben der Hausdurchsuchung in der Gaukbehörde kann hier auch viel über die Zusammenarbeit mit anderen Diensten, wie zum Beispiel dem BND, Verwertung von Beweismitteln und Zeugenaussagen gelernt werden. Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit kommen auf, wenn Wille den Druck seitens der Politik und die häufigen Einflussnahmen auf die Ermittlungsarbeit klar darstellt. Der Leser wird in diesen Fall förmlich hineingezogen. Wille zitiert aus den Ermittlungsakten, die Tatortskizze animiert zu eigenen Gedanken, die Ermittlungsarbeit ist zum Greifen nah. Am Ende bleibt nur eins: die Erkenntnis, dass es ein Selbstmord nicht gewesen sein kann. Aber leider auch die Erkenntnis, dass der oder die Täter wahrscheinlich nie gefunden werden. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Dieses Buch ist eine wunderbare Möglichkeit, über den Rand der Skripte zur StPO hinauszublicken. Auch ohne zu wissen, wer Uwe Barschel war, kommt man durch den klaren Schreibstil des Autors in den Fall gut rein. Interessant ist die Lektüre auch abseits des großen Interesses an Barschel, denn hier geht es um Justiz, den Rechtsstaat und die Grenzen der Neutralität. Nicht nur für Praktiker eine gute Lektüre, sondern auch für all jene, die eine staatsanwaltschaftliche Laufbahn in Erwägung ziehen.